Ja, okay, Freunde, welcome back. Ne? Das ist ja leicht hinterhältig, okay? So. Du hast das schon mal gemacht, Harvey. Ein oder zweimal. Das Licht trifft auf sein Ziel. Der Stein wird beleuchtet. Okay, so. Ich habe es irgendwie nicht ganz angeschaut, ich habe nur die ersten 5 Sekunden von ihm zum Video gesehen. Bezweifle, dass die Nornen hier unseren Besuch gutheißen. Die neuen Aber ich glaube, wir Dienste müssen sind ihm in wirklich den alle von den Schatten. Dingern. Wir werden längst fort sein, bevor sie uns bemerken. So. Der ballert jetzt so runter. Ach so. Jetzt fehlt nur noch der da, ne? Irgendwie. Okay, der da oben. Der ist unnötig. Warte, wir haben den. Und den da, oder? Verdammt nochmal, ey. Wie kriege ich denn jetzt? Dem. Kann ich den da aufballern hier? Oder ist dann wieder einer aus? Ich habe halt echt. Muss ich. Ja, scheiß drauf, ich schaue es mir halt. X fertig an, hä? Was hat da irgendwie? Was da wirklich? Okay, mach hin, hä? Das ist irgendwie auch gerade zu tun mit dem Video, was ich schaue. Was? Okay, ja, das müssen alle. So, wo bin ich gerade? Es müssen dann wirklich halt die alle leuchten. So, welchen habe ich jetzt irgendwie verkackt? Ah! Fuck you, ey. Okay, na, den brauche ich. Habe ich schon gesagt, dass ich hier Rätsel hasse? Ich brauche nur einen, aber.
Was? Na, oder? Arschst du mich? Geh mal auf. Nein. Achso, weil du immer noch nichts. Okay, das Ding steht da gerade ein bisschen falsch wieder. Jo, was? 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 Okay, es geht eh. Wo besser? Schaut irgendwie nicht so aus, aber wer weiß. Mein Gott, ist das nervig, hä? Komm. Funktioniert das immer? Ja. Verdammte Scheiße, hä? So, wehe. Funktioniert das nicht, hä? Warum ist denn jetzt? Na, treff. Ach komm! Verdammt nochmal, hey. Ist dein Ernst? Tada! Ich gehe vor. Was ein Scheiß hier. Du musst anonym sein. Okay. Ich bin anonym. Irgendwas? Blub, 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 blub. Blub, blub. Oh. Nee. Vom großen Bösen. Du solltest nicht hier sein. Wo bist du? Ich kann keinem Wolf trauen, der lebt. Harvey, nein! Mann! Geh aus dem Weg, Tyr! Ich dulde keine Wölfe in Asgard. Dies ist ein heiliger Ort. Töten ist hier verboten. Das weißt du, Harvey. Oh, ist so süß. Bist du von Sinnen? Du verhältst dich, als wärst du vom Geist eines anderen besessen. Könnte sein. Das Schicksal treibt mich an, mein Geist ist frei. Mich erwartet der Untergang. Mich erwartet der Untergang. Die Nornir warnt mich. Ein Wolf wird bei Ragnarök mein Ende sein. Willst du jeden Wolf in den Neuen Reichen erschlagen, um diesem Schicksal zu entgehen? Lächerlich. Nimm dieses Tier und sperr es. Dasselbe täte ich mit jedem Wolf und Hund in Asgard, wenn ich könnte. Um deine Sorgen zu zerstreuen, erfülle ich deinen Wunsch. Der anstehende Krieg bedarf deiner vollen Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Mutgeber, für deine ruhige Hand.
Wer so tief hinabsteigt, kommt nie mehr nach oben. Dann bleibt uns nur der Weg nach unten. Oder die Schnellreise, die sicher nicht funktioniert, oder? Na, wer hätte es gedacht? So, können wir da noch so einen Crystal abstauben, ha? Huh? Oh, schon. Was machen wir überhaupt damit, hey? Hat uns noch keiner gesagt, glaube ich, ne? Loki? Sprich mit Loki. Na gleich. Wo ist Loki? Hallo. Ja, ja. Okay, da geht's wieder nicht runter. Schlecht. Wie komme ich da runter? Nein! Bah! Wo bin ich jetzt wieder so ein Drecksgefäß hier? Ja. Sühnen, leite mich. Suche ein Gefäß. Ja. Ach, Menno, hey. Verdammte Scheiße. Ja, dann nicht, hey. Wo ich mir sicher bin, es gibt irgendwo da eins, aber. Wo? Irgendwo muss doch ein Gefäßchen geben, ey. Dann vielleicht eins. Auch nicht. Ja, gut. Lächerlich. Irgendwo gibt es sicher eins, aber keine Ahnung wo. Es gibt ein Skill, glaube ich. Also ich glaube, es ist ein Skill und irgendwie kein Talent oder so. Dass man halt so ein Explosionspfeil-Dingens halt hat, haben kann. Oh, gibt's vielleicht bei dir eins? Ja, oder was? Nein.
Nirgendwo so ein beschissenes Fass oder Krug oder whatever. Du hast die Quelle betreten, nicht wahr? Ja. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja. Ich habe ein Gefäß mit heiligem Wasser, ja. Bereitet der Baumeister seine Vorführung vor? Wie sah die Quelle aus? Friedlich, ruhig, still? Chippefick dich. Worauf willst du hinaus, Loki? Was meinst du? Ich bin nur neugierig. Die Quelle ist ein wundersamer Ort, den ich gern selbst einmal sehen würde. Lüg nicht, du warst es sicher. Bei uns, das unerlaubt heiligen Boden betreten hatte. Tür kümmerte sich darum. Er kümmerte sich? Ist er tot? Nein, er lebt. Der Wolf lebt, doch Tür wird das Tier in seiner Halle einsperren. Kein Wolf in Asgard soll frei sein. Ach ja, gut. Eine weise Entscheidung. Ich wollte ihn töten, doch Tür hielt mich ab. Tür ist vernünftig und er fährt gut damit. Du solltest öfter auf ihn hören. Und nun sage mir, wo ist der Baumeister? Unweit von hier auf einer Wiese. Dein Rabe findet den Weg. Mhm. Aber mein Rabe kann kein fucking Gefäßchen finden, ha? Ja, na was soll's. Müssen wir halt irgendwann wieder herkommen, wenn wir mehr Skills haben. Ich muss mal schauen, ob das eben wirklich ein Skill ist, halt Buch zum Lernen. Ich gehe mal davon aus, wo es den gibt. Irgendwann mal. Du kommst gerade recht. Wir haben den idealen Ort gefunden. Hast du das Wasser? Wie versprochen. Bitteschön. Wunderbar. Vermengt mit meiner Farbe wird es die Schutzrunen, die ich hier anbringe, mit Magie erfüllen. Keine Rune schützt dich vor meinem Zorn, wenn du ein böses Spiel mit uns treibst. Wollte ich gerade sagen. Mach kein Blödsinn. Die perfekte Mischung. Warte, was tust du da? Ich binde meinen Geist mit Hugamagie an diese Verzauberungen. Dadurch werden sie stärker. Hugamagie? Hast du die bei den Jötnar gelernt? Ja, sie benutzen auch Hugamagie. Doch dies ist meine eigene Technik. Und nun ist es fast vollbracht. Könntest du mir helfen und mir ein paar Töpfe Farbe bringen? So viele du kannst. Oh Mann. Vorsichtig, der Topf ist zerbrechlich. Ja, ja. Denk daran, nur hinstellen, nicht zerbrechen. Ja, ja. Pass bitte auf, die Farbe können wir ersetzen, aber die Vorbereitungszeit wäre verloren. Wie viel hat er noch? Hey. Du musst anonym. Was anonym? Was anonym? Hey. Was soll der Mist? Haben wir es dann? Hey. Du musst anonym sein. Hier wird irgendwie verpackt, hey. Was anonym, hey? Was soll der Scheiß? Geh sterben, Spiel. Du musst anonym sein. Was soll der Mist? Thank you.
Ja! Fuck! Du hast alle meine Töpfe zerschlagen. Nimm dir lieber eine Auszeit und klettere auf diesen Felsen. Okay, sag halt, dass ich unfähig bin. Danke. Hier, reicht das? Das wird es. Warte, warte. Und da ist er. Ist er nicht wunderschön? Deine Runen haben diesen Schild geschaffen? Allerdings. Und wenn alles gut geht, wird er deine Verbündeten schützen und deine Feinde rösten. Zeig es mir. Mit Vergnügen. Locke einige Eindringlinge aus dem Wald und in den Schild hinein. Natürlich lebendig. Sie müssen leben. Und mir tut er nichts, wenn ich ihn durchschreite? Ich gebe dir mein Wort, Harvey. Führe Eindringlinge in den Schild. Die Hütten sind nordwestlich der Lichtung auf Wachgang. Westlich. Na dann. Was, die muss ich jetzt... Oh, da sind welche, oder? So, könntet ihr bitte mitkommen? Hierher, ihr stinkendes Pack! Ihr schleicht herum wie Feiglinge! Bin ich so furchterregend, dass ihr euch wie Mäuse auf dem Acker verkriecht? Bitte mitkommen. Daneben. So, dieses grüne Ding, da beachte es gar nicht. Sieh mal an, wie die Motten im Licht. Kommt, ihr vaterlosen Hunde. Ich bin einer und ihr seid viele. Was habt ihr zu verlieren? Jo, wie ein Avengers Endgame, ha? Sie laufen in ihr Verderben. Baumeister, ist es richtig, dass dein Schild so flackert? Super. Dein Schild versagt, Baumeister. Sie kommen durch. Ich verstehe das nicht. Sie sollten tot sein. Oh. Halte sie auf! Fucking Baumeister hier. Oh ja. Was nun, Baumeister? Dein Schild hat versagt! Nein! Ganz und gar nicht! Ich muss ihn nur ein wenig anpassen. Baumeister, dein Schild lockt ein Heer herbei. Er ist so schwach wie dein Wort. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie viele, ey. Das ist nicht, was du versprochen hast. Heb dir das für später auf. Sie kommen von allen Seiten. Erst in die Eier und dann in den Kopf. Bloß Loki überlassen hätte. Überlebe den Angriff, ha? Lalala. Nein, das ist in Ordnung. Sofort. Au, au. Okay, wir müssen sicher den Dicken killen, oder? Du bist schon so. Ich bin fast fertig.
Passt, ha? Das lief zwar nicht so glatt wie erhofft, doch der Weg zum Ziel spielt keine Rolle, solange das Ende Früchte trägt. Saure Früchte. Nicht so süß, wie du versprochen hast. Er hält! Der Schild hat Wunder gewirkt. Mehr schlecht als recht. Beeindruckend, aber unbeständig. Sei unbesorgt. Das Problem ist behoben. Ich habe die richtige Lösung zusammengemischt. Genau. Mit genügend Materialien und dem richtigen Anreiz gelobe ich, einen so hohen Turm zu bauen, dass er ganz Asgard beschützt. Das Material finden wir, kein Problem. Doch welchen Anreiz hast du im Sinn? Nur eine Kleinigkeit, nichts Besonderes. Ich wünsche mir nur Freya als Gemahlin und Königin. Warum die Königin Asgards? Ist es dein Ziel, an ihrer Seite zu herrschen? Nichts derart Kühnes. Ich möchte mich einfach nur in ihrer Schönheit sonnen. Sie kann über dieses Reich herrschen, wie es ihr beliebt. Es steht mir nicht zu, Freya wie einen Heuballen zu verhökern. Ich werde sie nach ihrer Meinung fragen. Tu, was du tun musst. Doch mein Preis steht fest. Ohne Freya keinen Schild. Ich begehre sonst nichts. Und du hast hier keine anderen Freunde. Also gib schön Acht. Bastard! Abwehrmaßnahmen abgeschlossen. Und wieder zwei Fähigkeitspünktchen. Wo gehen wir weiter? Fähigkeitenschaden. Fernkampfschaden. Naja, warum nicht? Ist eh wurscht. Okay, was machen wir jetzt? Berate dich mit den Göttern. Gut. Eigentlich sollte ich schlafen gehen. Eigentlich aber. Eigentlich doch geschissen hier. So. Überlebe ich das? Bitte lande im Wasser, nicht am Stein. Okay, nicht schlecht. So, da ist auch irgendwo so ein Dingens. Ziemlich weit unten. Ja, egal. Hirsch, komm. Wahrscheinlich ist da eine Höhle. Sieht nach einer Höhle aus. Warum nicht? Tschüss. Na gut. Ivaldis Schnitzereien. Die namensgebenden Bäume des Hohen Waldes haben Eigenschaften, die man sonst nirgendwo in den Reichen findet. In ihrem Inneren findet sich eine feste Leere, die sich dem Blick entzieht und dann näher kommt. Wie das Heben und Senken eines dauernd bedeckten Busens. Würde ein Werk aus diesem Holz dieselben wogenden Eigenschaften haben, wenn es von der Wurzel abgeschnitten wurde? Was sind das für unnötige Texte hier? Aber immerhin, es werden Titten erwähnt. So, wo ist der? Da ist eins, oder? Jo. Brief von Ewalds Sohn. Vater, verliere nicht den Mut.
Derweil du für einen undankbaren Herrn schuftest, geht das große Werk voran. Wir haben in größere Tiefe gegraben, als selbst Yggdrasils Schlangen je erreicht haben. Und wir hören noch lange nicht auf. Unser Volk wird im Schoß des Berges sicher sein, wenn der rußrote Hahn siegt. Erdulde dein Los, wie du es sicher wirst. Es ist nur ein Kräuseln im ewig fließenden Zeitfluss. All. Ja, hört sich irgendwie so ein bisschen mehr an, wie Herr der Ringe und so, ne? Vom Berg und so. Also nicht Herr der Ringe, vom Hobbit. So, du bist... da oben. Ah ja, das... ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Megasprung. Oh Gott sei Dank. Darüber. Darüber. Oho. Okay. Welle des Wohlbefindens, erneuere deine Kraft, heile deine Wunden, doch wenn du meine Arbeit störst, entmanne ich dich höchst selbst. So, wo ist die alte? Blicke das Land, Freundin. Ja, nicht da unten, oder? Sind den Wolf aus der Quelle! Aha. Brief von Freya. Tür. Herr der Zwinger. Garmstreuer. Was Garm streunte erneut in meinem Garten herum, riss die neuen Beete auf und verschlang 2 Dutzend einzigartiger Pflanzen, welche es nun nirgends als in den Eingeweiden dieses dürren Köters gibt. Wenn das Gifte nicht tötet, werde ich es das nächste Mal tun, wenn er eine Pfote auf meine Länder reinsetzt. Er würde einen schönen Läufer abgeben. Oh Mann, ist halt mal nicht so gemein zu meinem... Sieh nur, wie groß dieses schöne Geschöpf ist. Beeindruckend, oder? Ja. Klare Augen, starke Beine. Er muss aus einer mächtigen Blutlinie stammen. Ihr Narren. Wenn er so weiter wächst, wird er schon bald den Mond verschlucken können. Ich weiß, was du denkst, Harvey. Doch dieser Wolf ist nicht dein Feind. Die Zeichen Ragnaröks. Sollte es kommen, werden wir alle erkennen. Tyr, du wirfst Knochen in einem Spiel, das du nicht verstehst. Das mag sein, doch das Wagnis gehe ich ein. Wenn es mich einen Preis kostet, zahle ich ihn. Im Moment sind es die Jötnar, die uns Ärger machen. Hast du mit dem Baumeister gesprochen? Das habe ich, ja. Ist Freya in der Nähe? Sie bringt Thor bei, wie man Armeen aufbaut. Ein Kampf, den sie beide verlieren. Kommt mit. Ihr müsst alle hören, was ich zu sagen habe. Armer Wolf, eben. So, gelange zu Freya und Thor. Seine Arbeit gesehen? Das habe ich. Und das heilige Wasser? Wurde es benutzt? Das wurde es. Du bist heute nicht sehr gesprächig, Harvey. Allerdings. Allerdings. Diese Zeichen sind deine Krieger. Und hier haben wir die 4 Enden des Himmels. Schluss mit dieser Zauberei, Weib. Zeig mir nur, wo der Feind ist und ich kümmere mich um ihn. Harvey, du siehst besorgt aus. Der Baumeister gab mir eine Kostprobe seiner Magie. Sein Schild streckte Eindringlinge nur durch Berührung nieder. Das käme uns sehr gelegen. Aber dein Gesicht lässt anderes vermuten.
Ich fürchte, der Preis ist zu hoch. Was verlangt er denn? Dich. Mich? Hält er uns für Sklavenhändler? Ich hämmere ihm auf den Kopf, bis er sein Hirn ausscheißt. Nun beruhigt euch doch. Lasst uns erst einmal... Denkt diesen Gedanken bloß nicht zu Ende. Was hast du geantwortet? Ich sagte ihm, das wäre allein deine Entscheidung. Du hast nicht einfach abgelehnt? Ich habe uns Zeit erkauft. Es war für das Gemeinwohl. Es war keine verbindliche Antwort. Ich habe uns Zeit erkauft, oder? Nein, es war keine verbindliche Antwort. Aus gutem Grund. Wenn er glaubt, er hätte Aussicht auf Erfolg, wird er weiterarbeiten. Ein Hund braucht mehr als nur das Versprechen eines Knochens. Ich könnte auf seine Leber einprügeln, bis er ganz umsonst für uns arbeitet. Ziehen wir doch in Betracht. Ich nutze meinen Körper nicht zur Verhandlung. Also das ist mir neu. Moment, ich hab's. Das stumpfe Ende meines Hammers in seine Familienplanung. Ihr macht euch viel zu viele Gedanken. Stellt dem Baumeister eine unmögliche Aufgabe. Zum Beispiel eine Frist von, sagen wir, 9 Tagen. Wenn er scheitert, was zweifellos geschehen wird, bleibt Freya frei und wir können seine angefangene Arbeit zu Ende bringen. Er müsste dumm oder verrückt sein, um zuzustimmen. Beides. Er unterschätzt kluge Männer, Herr der Stürme. Der Baumeister hat seinen Stolz. Er wird keiner Herausforderung aus dem Weg gehen. Das gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht, doch wir müssen handeln. Loki, überbring dem Baumeister dieses Angebot. Dein Wille ist mir Befehl, Runenschreiber. Du spielst nach Regeln, über die du keine Kontrolle hast. Du wolltest, dass dieser Handel stattfindet. Wir sind Aesir. Sie Teil der Vanir. Vorsicht! Haltet Abstand! Der Wolf! Scheiße! Tür! Zurück! Ich hole ihn mir! Hirsch! Oh, da ist er schon. Aus dem Weg! Der Wolf gehört mir! Nein! Den schnapp ich mir! Sei mal nicht so hier! Lass ihn leben! Der Todesstoß gehört mir! Kämpft nicht gegen das Biest! Überlasst es mir! Was machst du, Wolfie? Nein. Der verlorene Wolf. Der Beweis sagte, Wolf, bist du mein Untergang. Ist es dein Schicksal, mich zu vernichten? Ich bin der Wiedergänger. Ich bin der lebende Geist. Ich kann nicht sterben. Ach du Scheiße. Wir sind ja so tanky. Wir werden sehen, was stärker ist. Dein Schicksal oder mein Wille. Okay, bist du wirklich ein Wolf oder was bist du hier? Ach du Scheiße. Los, ey. Tack, 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 tack. Ja. Ja. Okay, fuck off. Okay. Ich will seine Schwachstelle da treffen, aber
Es geht nicht. Wir jetzt. Oh. Komm, jetzt lass dich mal hauen hier. Ja, dann halt eben im Bogen hier. Wenn ich dein Leben verschone, wirst du dasselbe für mich tun? Nein. Verschone ich ihn oder was mache ich jetzt? Armer Wolf hier. Nein. Ich habe dich gewarnt. Nein. Tu es nicht. Nein. Na Gott sei Dank, Loki. Oha. Geh mir aus dem Weg, Loki. Du hast geschworen. Nie mein Blut zu vergießen. Tritt zur Seite, dann muss ich es nicht tun. Tu's nicht. Das ist mein Blut. Was? Er ist mein Sohn. Bastard! Okay. Tür. Du magst diesen Wolf. Du wirst sein Wächter sein. Bring ihn nach Lyngby und binde ihn fest. Er darf die Insel nicht verlassen. Ich spreche mit dem Zwerg Ivaldi. Möge er eine dauerhaftere Lösung finden. Komm, Junge. Fürchte dich nicht. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Loki, der Tag der Abrechnung wird kommen. Oh, daran besteht kein Zweifel. Naja. Töte den Wolf. Nein. Der Himmel verdunkelt sich wie ein schlechtes Omen. Meine unmögliche Aufgabe wird immer dringender. Okay, wieder zwei Skillpünktchen verteilen. Gesundheit.
Was das Widerstand interessiert mich nicht. Nahkampfkarten, jawohl. Vielleicht gut, ha? Fernkampfschaden, Pflege, Gesundheit, Artaxt. Okay. Was ist denn unsere Axt hier? Die überlegene Bartaxt, okay. Beides Bartäxte. So, besuche den. Oder? Ja. Besuche Ivaldis Schmiede. Da waren wir vorher schon. Ja. Mit wem hat Loki einen Sohn hier? Hat er ihn den Wolf geschwängert, der kranke Bastard. Oder ist es in Wahrheit Professor Lupin aus Harry Potter? Man weiß es nicht. Naja, es wird immer spannender hier. So, der Kollege baut jetzt hier den Todeskäfig des Todes, wo er nie wieder rauskommt, oder? Und seinen Pinsel in jede Höhle tauchen kann, wie es ihm beliebt. Kann ich wieder nicht reden, weil ich nicht anonym bin? Spiel, hey. Bin ich jetzt anonym? Muss ich da anonym sein? Was? Was weiß ich? Ja, das ist irgendwie hochklettern, oder? Vielleicht wären wir ja dann anonym vor, weiß ich nicht wem hier. Okay. Haben wir's? Keine Musik irgendwie mehr? Muss anonym sein. Kann ich gerade speichern? Ja. Das ist irgendwie schon hier, also ich weiß nicht. Thema anonym, ha? Huh? Ich war nur neugierig, Zwerg. Es lag mir fern, dich zu beleidigen. Ich wollte nur mein Wissen erweitern. Die Zwerge geben nichts kostenlos her. Entschuldige die Ablenkung, Meister Schmied. Ich werde dich arbeiten lassen. Und? Was soll ich dir heute fertigen, Harvey? Bodenlose Hosen, falls du dir auf dem Schlachtfeld einscheißen musst? Endlich. Was wollte der Baumeister? Was ist Geistmagie? Werden die Zwerge Ragnarök überleben? Wollte der Baumeister, hm? Worüber hast du mit dem Baumeister gesprochen? Harvey, meine freundliche Obhut. Du weißt, wir Zwerge geben nichts kostenlos her. Wenn du eine Antwort willst, verlange ich etwas im Tausch dafür. Gescheißen. Und was? Eine verborgene Wahrheit, die nur dir bekannt ist, Weitblicker. Lass mich an deinem geheimen Wissen über die Welt teilhaben. Mächtige Pferde ziehen die Sonne und den Mond. Die Schwinge eines Adlers erweckt den Wind. Die Menschen werden Ragnarök überleben. Mächtige Pferde ziehen die Sonne und den Mond. Sonne und Mond werden von zwei Pferden über den Tag- und Nachthimmel gezogen.
Skinfaxi und Rimfaxi sind ihre Namen. Und der Morgentau ist der fallende Geifer aus Rimfaxis schäumendem Maul. Wunderlich. Danke, Harvey. Also, du hast gefragt, was dieser Sack voll Schafsgedärme wollte. Er wollte wissen, wie Magie euren Huga beeinflusst. Warum sollte es ihn interessieren, wie mein Geist auf Magie reagiert? Nicht nur deiner, Harvey. Von euch allen. Aesir und Vanir. Ich sagte ihm, er soll seine Scheiße woanders schippen. Wenn das alles war, kannst du dich jetzt verpissen und mich arbeiten lassen. Bitte dich. Da wäre noch eine Sache. Du Dreckszwerg. Kannst du mir eine unzerstörbare Kette schmieden? Ketten sind überbewertet. Ein schwaches Glied und sie ist wertlos. Lass mich ein Seil fertigen, das selbst Thor nicht zerreißen könnte. Es muss aber stark genug sein, eine mächtige Bestie zu fesseln. Ich werde meinen Schweiß in dieses Seil fließen lassen, Harvey. All mein Wissen und all meine Fertigkeiten werden es stärken. Und was erhalte ich dafür? Meine Dankbarkeit. Mein Dank und meine Gastfreundschaft. Was könntest du mehr wollen? Oh. Falsche nicht mit dem, der deine Eier in der Hand hält. Richtig. Du könntest auch ins Land des Feuers zurückkehren, Ivaldi. Und wie deine Brüder sterben. Auf einem Spieß gebraten. Na? Um solch ein Seil zu fertigen, brauche ich einige unmögliche Zutaten. Nenn sie mir. Sieh, ich habe die Sehne eines Bären, den Atem eines Fisches und... Den Tritt einer Katze, die Wurzel eines Berges. Wie finde ich sowas? Woher soll ich das wissen? Die Rätsel werden dich führen. Ich habe keine Geduld für Rätsel, Zwerg. Diese Rätsel sind so alt wie die Welt. Weitergegeben von Nyhi und Nidi, an Nordri und Sudri, Austri und Westri, Altjof. Ich verstehe. Ich bin bald zurück. Oh Mann, hey. Balin, Bivor, Bavor, Bömbor, Nori, An und Ana, Ai, Myrdvidnir, Vaik und Gandalf, Windalf, Treintek und Thorin, Tror, Wied und Lied, Na und Nyrat, Regin und Ratswied. Herr der Ringe, der Hobbit, sogar Gandalf. WTFP, was ist das für ein Spiel? Bin ja ein Katzentrip. Die Waldesrätsel sind bei deinen Questgegenständen im Inventar. Wo genau ist die Chance? Was Güte? Questgegenstände. Fußnote einer Katze. Über dem Tor der großen Halle des Nordens sitzt geduldig eine goldene Katze, den Blick auf vielen hohen Türmen. Wird sie gefunden, flieht sie. Doch folge ihr ohne Furcht. Sie spring, steig hinab. Führt sie dich zum Ende, webt sie den Boden, lande ebenso und stiehl schnell ihr Geräusch. Oh Gott. Der Gipfel der Möglichkeiten in felsiger Wiege auf Asgards höchsten Höhen schläft die Saat in ihm ihres kalten Griff. Wärme sie wach, bringe sie zu Wasser und alter Knochen erwacht zu neuem Leben. Okay, das ist nix. Naja. Okay. Ja, aber das, ja. Dafür habe ich heute keine Ahnung. Viel zu müde. Ja, danke fürs Zuschauen. Und dieses Kackrätsel machen wir dann beim nächsten Mal.